Hallöchen zusammen, bevor das Video losgeht, eine kleine Anmerkung. Seit dieser Woche habe ich einen Discord-Channel, dort poste ich die Updates zu meinem Game IM Production. Falls ihr euch für die Tutorials interessiert, die sind dort auch nochmal aufgelistet. Somit habt ihr dort eine bessere Übersicht über alle Tutorials. Und falls ihr selbst Wünsche oder Vorschläge habt zu neuen Tutorials, könnt ihr sie mir dort direkt schicken. Ich würde mich freuen, wenn ich den ein oder anderen dort von euch sehen würde. Falls ihr denn Vorschläge habt, könnt ihr sie natürlich auch in die Kommentare schreiben oder mir direkt in Discord schicken. Das war's mit der Anmerkung, jetzt geht's weiter mit dem Video. Diesmal zeige ich euch, wie ihr euren Helden Schrittgeräusche geben könnt. Je nachdem, auf was ihr gerade lauft, wird ein anderer Soundeffekt abgespielt. Viel Spaß mit dem Tutorial. Als erstes öffnen wir die gewöhnlichen Ereignisse. Wir benennen das Ereignis in Schrittgeräusche, setzen es auf Parallelprozess und wählen einen Schalter, den wir dann auch Schrittgeräusche nennen. Dann klicken wir auf die leere Zeile und wählen Variable Steuern aus. Wir benennen die Variable Laufen X. Bei Operator wählen wir Spieldaten aus und wählen Karte X aus. Diese Variable kopieren wir dann und nennen die zweite Variable Laufen Y. Und wählen Karte Y. Wenn wir das gemacht haben, fügen wir noch ganz am Anfang ein 10 Frames Warten ein. Das gleiche machen wir ganz unten mit 15 Frames. Kopiert nun die zweite Variable und fügt sie nach den 15 Frames ein. Jetzt machen wir noch jeweils eine Variable, die wir Laufen Check X für Karte X und Laufen Check Y für Karte Y nennen. Jetzt gehen wir zu der bedingten Abzweigung. Wählt dort bei Variable Laufen Check X aus und nimmt daneben das Gleichheitssymbol, das durchgestrichen ist. Diesmal nehmen wir keine Konstante, sondern wählen Laufen X bei Variable aus. Somit wird die Abzweigung erst ausgelöst, wenn Laufen X und Laufen X Check nicht gleich sind. Also wenn der Held sich bewegt hat. Jetzt fügen wir noch vor der Abzweigung noch eine Speicherinfo ein, das sich auf der dritten Seite befindet. Dort geben wir bei Variable eine neue Variable ein, die ich Terran-ID nenne. Bei Infotyp wählen wir Gelände-Take aus. Für die beiden Variablen nehmen wir für X und Y Laufen-Check X und Laufen-Check Y. Dadurch wissen wir, auf welchem Feld sich der Held befindet, denn der Terran wird später noch im Teilset eingestellt. So, jetzt klicken wir doppelt in die Bedingung und wählen nochmal bedingte Abzweigung. Diesmal wählen wir die Variable Terran-ID, setzen Konstante auf 1 und machen einen Haken bei Else-Abzweigung. Terran-ID 1 benutzen wir jetzt für den Gras-Soundeffekt. Also klicken wir in die eben erstellte Abzweigung und wählen einen Soundeffekt aus, das bei einem grasigen Boden kommen soll. Jetzt kopieren wir die ganze Abzweigung ablaufend Check und fügen sie ganz unten ein. Hier ändern wir noch die bedingte Abzweigung zu Laufen Check Y und darunter bei der Variable Laufen Y. Jetzt gehen wir zu unserem Teilset. Wir markieren Gelände Take und alles, was Gras ist auf der A1 Ebene, wird mit einer 1 markiert, damit der Soundeffekt auch beim Laufen abgespielt wird. Sollte das gemacht sein, gehen wir jetzt zu unserer Map und machen ein neues Ereignis mit einem Platzhalter und schalten dort den Schalter Schrittanimation ein. Jetzt wird das Spiel getestet. Wir sehen, dass der Soundeffekt abgespielt wird, sobald wir auf das Gras gehen. Da wir aber auch noch einen Steinboden haben, werden wir uns jetzt noch um den Steinboden-Soundeffekt kümmern. Also zurück zur Datenbank. Und jetzt markieren wir alles, was ein Steinboden ist, mit einer 2. Es gibt übrigens genau 7 Gelände-Takes. Das heißt, ihr könnt bis zu 7 verschiedene Laufeffekte einfügen. Solltet ihr fertig sein, gehen wir wieder zu unseren gewöhnlichen Ereignissen. Dort kopieren wir einfach die Abzweigung mit dem Terran-ID und fügen diese in den Else-File ein. Die Variable muss nur noch auf 2 geändert werden, da wir gerade den Steinboden mit dem Gelände Take 2 markiert haben. Jetzt ändern wir noch den Soundeffekt, der kommen soll, wenn man auf den Steinboden läuft. Die Abzweigung kopieren wir jetzt noch kurz und fügen sie unten bei der Y-Abzweigung in den leeren Else-File ein.
Solltet ihr irgendwann noch mehr Geräusche einfügen, sind das die einzigen Schritte, die ihr noch machen müsst. Jetzt testen wir das Game nochmal. Wenn wir jetzt auf Stein laufen, wird der Stein-Soundeffekt abgespielt. Wenn wir auf Gras laufen, wird der Gras-Soundeffekt abgespielt. Ihr könnt mit der Wartezeit auch noch ein bisschen rumspielen. Je länger die Wartezeit ist, desto größer ist der Abstand zwischen den Soundeffekten. Das war's jetzt schon wieder mit diesem Video. Solltet ihr Fragen haben, schreibt sie in die Kommentare. Besucht meinen neuen Discord-Channel. Bis dahin, tschüssikowski!